Mehr Power und mehr Information gibt es ab sofort für Golling. Das Greentech-Unternehmen Salzburg AG hat nicht nur einen neuen Hypercharger zum Schnellladen von Elektroautos bei der Geschäftsstelle errichtet, direkt daneben gibt es ab sofort auch den neuen Infopoint Golling. Neben der Beauskunftung für unsere Kundinnen und Kunden im Infopoint zeigen wir hier auch unsere Produkte her. Sie sind hier greifbar, wie zum Beispiel die Ladestation, das Ladekabel, ein PV-Panel kann der Kunde angreifen. Die Kundin kann das Internet ausprobieren, sie kann das TV Plus, die Funktionen sich anschauen. Und zukünftig im Juni werden wir dann auch hier die Ladekarten für die Ladeinfrastruktur der Salzburg AG ausgeben. Der neue Infopoint ist bereits seit einigen Wochen im Probebetrieb. Zwei Kundenberaterinnen kümmern sich Montag bis Freitag persönlich um ihre Anliegen. Sehr aufregend. Ja. Wir haben natürlich sehr viel zum Lernen gehabt. Und Leute, natürlich mit der Zeit sind immer mehr und mehr gekommen. Auch jüngere Leute kommen. Gerade mit der ersten Wohnung das erste Mal Strom anmelden, da haben sie einige Fragen, wie das alles läuft. Oder Bankverbindung hinterlegen, haben wir auch ganz oft jetzt schon gehabt. Mittlerweile gibt es mit den neuen Infopoints in St. Johann, Bruck an der Großglockner Straße und eben dem neuen in Golling insgesamt 3 persönliche Anlaufstellen in den Regionen. Als Greentech-Unternehmen ist es uns wichtig, dass wir den physischen Kontakt zu unseren Kunden halten können. Und so überlegen wir dann auch, weitere Infopoints zu errichten. Der nächste ist im Flachau geplant.